Die nächste Runde ist eröffnet. Nicht nur der DAX, der weiterhin tapfer steigt. Herzlichen Glückwunsch. Weiterhin kann man ja sagen, fast stündlich gibt es neue Höchststände. Aktuell steht er bei 14.556. Also wieder ein kleines Stückchen gestiegen hier im Wahnsinn, was der Kurs dort macht. Wir sind immer noch in diesem Bullenmarkt. Es gibt überhaupt kein Zeichen für Schwäche. Es gibt so ein bisschen eine Andeutung, vorsichtig. Wenn er jetzt mal runterkommt, dann wäre diese Strecke jetzt erstmal zu konsolidieren. Aber im Moment gibt es keine Zeichen dafür, dass der Markt runterkommt. Die Marktteilnehmer offensichtlich noch begeistert. Die getrieben sicherlich auch durch den amerikanischen Markt, das ist der Dow Jones. Und da sehen wir, na, mehr als das, also bullischer kann man das nicht sehen, was der Markt hier jetzt tatsächlich macht. Wir sehen, dass wir hier sehr zügig nach oben und das Ganze jetzt tatsächlich die nächste Chance für eine längere Aufwärtsbewegung. Wir sehen das sogar noch für deutlich weitere Ziele hier bevorstehen kann. Zumindest mal alles keine Chancen für die Abwärtsseite aus aktueller Sicht. Das ist sicherlich sehr kurzzeitig jetzt hier im Stundenchart beispielsweise, im 5-Minuten-Chart übrigens ebenfalls. Man sieht also diese klassischen Verhaltensmuster, die wir hier jetzt da mit dem ABC und jetzt hier quasi diese Verlängerung. Ihr wisst, Trigger hier, das ist ja etwas, was man immer wieder gucken kann. Das geht auf 5-Minuten-Basis. Beim Nasdaq ging das sogar im 1-Minuten-Chart. Das sieht jetzt gar nicht mehr so schön aus jetzt hier, wie das vorhin aussah. Aber hier kann man sagen, das ist die starke Bewegung, das ist die ABC und die Fortsetzung hier eben nach oben. Also was erzähle ich? Ihr wisst ja schon selber, wie der Markt gelaufen ist. Also das sind alles Ex-Post-Betrachtungen. Ich hatte vorhin schon den Drive dazu, eine Nachricht im Trade des Tages zu machen. Das ging aber nicht, das war viel zu schnell. Ich hatte gar keine Chance, da mehr drauf zu reagieren, war dann etwas zu spät. Aber na gut, so ist das Leben eben. Achtet selber auf diese Verhaltensmuster im Chart und dann habt ihr gute Chancen, das ein oder andere davon mitzunehmen. Wir haben schickerweise sogar etwas beim Goldkurs aktuell. Das sollten wir uns auf jeden Fall auch mal angucken. Auch hier schöner Schub nach oben, hier wackelig nach unten. Ich blende mal hier meine ganzen Sachen aus. Das ist ja alles hier ziemlich ablenkend. Also das ist die starke Richtung hier im Stundenchart. Das ist die wackelige Abwärtsrichtung und die Chance, dass der Kurs tatsächlich hier nach oben geht. Ihr seht, der Kurs ist da schon auf dem Weg dahin und bietet dementsprechend die ein oder andere Chance. Vielleicht, wer diese Situation verpasst hat, kriegt gleich von mir im Trade des Tages nochmal eine weitere, denn ich sehe da schon etwas, was wir ebenfalls nutzen. Das ist etwas für vielleicht verspätete Einstiege. Das sind diese komischen blauen Dinger. Ihr seht schon, die stehen sehr häufig am Ende einer Bewegung oder aber auch mittendrin, auch wenn ich hier jetzt blöderweise fast nur Beispiele habe, wenn der Kurs dann gedreht hat. Also das ist noch keine Verheißung, dass der Kurs jetzt massiv fallen soll. Aber wie wir damit umgehen, das werde ich gleich, ich hoffe, dass ich das gleich rechtzeitig fertig kriege, im Trade des Tages ankündigen. Meldet euch an, dann habt ihr da auch nochmal eine Trading-Idee, eine Gelegenheit vielleicht, wie man die Situation auch jetzt noch nutzen kann. Aber auch diese Situation dieser Art beispielsweise, meldet euch an für Born for Trading, dann habt ihr das perfekt abgedeckt, nämlich immer wieder Feedbacks auch auf Smartphone mit aktuellen Hinweisen und eben ja, im Trade des Tages mit den konkreten Trading-Ideen ebenfalls. Also dann seid ihr perfekt ausgestattet. Na gut, perfekt, das hängt davon ab, ob die Ergebnisse auch gut genommen sind. Aber ich sag mal so, eigentlich über den Daumen gepeilt passt das schon relativ gut. So, also, jetzt drücke ich euch die Daumen. Ich will gar nicht so viel reden, will jetzt lieber mich ranmachen, damit ich das rechtzeitig noch rausschicken kann. Euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.